Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in der Alpha 20. So, Freunde, ich habe schon mal hier ein bisschen was vorbereitet. Wir machen uns noch ein bisschen Eier mit Speck. Ich hoffe, dass die Aufnahme läuft. Ich bin mir gerade nämlich nicht sicher, weil wieder das Aufnahmeprogramm mal rumspinnt. Das ist einfach so unnormal. So, aber Motorrad ist fertig. Ich hoffe, es funktioniert. Ich kann ja mal kurz rüber gucken, wie sieht's aus. Ja, es läuft eigentlich. Also, es... Programm läuft, ich sehe es nur halt nicht, ne? Das heißt, ich muss öfters mal diesen machen, dann rüber gucken, kann ich jetzt nicht ändern, weil ich möchte mit euch auf jeden Fall heute die Nachtquest machen und das schalten wir aus, dann haben wir hier was zu essen. So, sehr schön. So, dann brauchen wir Spritti Sprit. Das bitte einmal mitnehmen. Einmal sortieren. So. Und wir stellen uns das Motorrad hin. Tada! Herzlichen Glückwunsch, wir haben das Motorrad. Wir haben das Motorrad. Grüße, Motorrad. Sehr schönes Motorrad. Gefällt mir auch übelst, wie das aussieht, ne? Das Motorrad. So, hier das alles rein. So soll es sein. Erstmal müssen wir tanken. So. Ist jetzt hier voll Haltbarkeit, Geschwindigkeit, Geräusche, Verteidigung, Benzin. Okay, nice. Hier können wir ja auch noch, ne, Mods und so reinpacken. Aber okay. So, die Dinger, ne, die lassen wir mal am Mann. Das müssen wir lassen mal am Mann. So. Jawohl, auf geht's, Leute. Endlich. Moped fahren. Moped fahren oder Motorrad fahren. Okay, jetzt hat sich anscheinend das Aufnahmeprogramm auch wieder eingepegelt. Jetzt läuft's wieder mit. So, Nachtquest. Okay, meine allererste Nachtquest jeweils in dem Spiel. Ah, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier am besten langkommen. Überhaupt, wo wir hin müssen. Es scheint ja ziemlich weit weg zu sein. So, fahren wir mal querfeld ein hier ein bisschen. Oh, oh. Moin. Ja, ja. Ach du erst wieder. Oh, okay. Aldos Kabinett. Ey, krass, die kenne ich auch noch gar nicht. Okay. So. Mahlzeit. Ja. Speer. Ja, hing ne, du Sack. Entschuldigung. Ach, herrlich. So, looten wir mal das Ding hier noch. Ach, schön. So. Oh, hier, Motorkettenwerkzeugteile. Sehr nice. Habe ich die jetzt mitgenommen? Ja. Okay. So. Haufen Material, ey, Wahnsinn. Ich liebe das, wenn immer Haufen Material rauskommt. Ich weiß nicht, was sollen wir denn eigentlich hier machen? Stelle die Stromzufuhr wieder hin. Was zur Hölle war das hier? Alter, wie geil ist das denn bitte? Okay. Ja, von wo kommst du? Säubere das Gebiet, du sollst auch noch säubern. Okay, ja, wo bist du denn? Wo ist der andere? Da hing er. Von draußen kommt auch noch einer. Ich bin hier drin, ne? Schön. Unsere erste Nachtquest. Freunde, das ist doch mal nice. Ja, ob die heute mal noch hierher findet. Ey, wir haben immer noch die Dings, ne? Die Skillpunkte. Machen wir nach der Quest, okay? Die vergeben wir heute noch zusammen. Versprochen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Nice. Ich glaube, da draußen ist eine Wanderhorde. Ey. Fleurlein. So aber nicht. Wollen Sie Töppich kaufen? Wollen Sie Fliesen kaufen? Nö.
dann halt nicht. Weißt du wie? Gibt's ja wohl nicht. Oh, herrlich. Schön. So, weiter jetzt. Bist du ja Stoff. Ja? Ja, wo bist du denn? Grüße. Guck mal, Bücherhaufen. Und? Yo, Taschenmod für Rüstung. Nice. Nicer Dicer. Was? Nicer Dicer. So, Fetter, Dings. Wir haben auch noch einen Aktenschrank. Papier ohne Ende. Es war so klar, dass dahinter was ist. So. Das ist der erste. 10 Sekunden, ey, ne? Klong. Oh, die kommen ja an die Rand. Wieso kommen die an die Rand? Alter, was stimmt denn mit euch? So. Noch einer ohne Fahrschein. Flatsch hat sie immer. Flatsch, Flatsch. Ach, herrlich, schön. Ach, ich liebe dieses Spiel einfach so sehr. So. Ich würde sagen, der läuft. Moin. Okay. Hätte ja sein können, deswegen. So, jetzt müssen wir hoch. Verzichten wir auf den ganzen Loot jetzt hier? Mal gucken, wann Dietrich gekriegt. Nee, eigentlich nicht. Ich habe gesagt, wir brauchen es. Da halte ich fest, ne? Ich halte immer noch daran fest, dass wir das echt alles brauchen werden. So. Was haben wir hier? Eine Jacke. Bringt uns immerhin 70. Immerhin. Das sieht aus wie so eine Schreinerei, oder? Jetzt kommt der Tischler aus mir wieder raus. Glaubst doch nicht, ja? So. Bisschen davon, ein bisschen hiervon, ein bisschen von allen. Eine zerstörte Werkbank. Bringt uns Angeln frei. So, dann noch ein bisschen davon. So, ich bin übrigens die letzten Folgen jetzt in einer Aufnahmesession gewesen. Ich möchte es euch nicht vorenthalten. Und das ist jetzt erstmal die letzte wieder, die ich aufnehme. Dann gibt es erstmal wieder ein kleines Päuschen. Weil, ne, ich habe auch noch andere Sachen zu tun am Park, außer hier zu sitzen und aufzunehmen. So. Nehmen wir natürlich mit, ist ja klar, ne. Schmerz. Ach, jetzt hier wieder. Weg. Legt mich hier nur zu. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier jemand rein möchte. Großer Motorwerkzeug. Da, meinst du, den kann man auch ins Motorrad bauen? Ich weiß es nicht. Grüße. Ja, hier sind auf jeden Fall welche. Na, Mäuschen. Da muss noch einer sein. Weiß noch nicht wo. Oh, die Nachtquest ist echt krass. Guck einmal an, was alles sind. Ach, hier bist du, Kollege. Du lebst noch, ne? Jetzt noch. Wir haben es immer noch nicht gesäubert. Okay, krass. Ich glaube, wir immer noch unten rum. Müssen wir jetzt noch höher? Tatsache, wir müssen aufs Dach. Wir müssen aufs Dach. Mal sehen, ob wir von hier rankommen. Weil ich habe die Vermutung, dass das Ding zusammenbricht. So, hier gehen wir mal hoch.
wäre übrigens der Hauptloot. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier nicht alleine sind. Eins. Oh, ja, Alter, wer kommt denn hier? Frühtau zu Berge, ich schlage Fallara. Wenn auch du eine aus die Luft willst, dann komm doch her, Fallara. Okay, der war ein bisschen dumpf, oder? So. Lass uns mal hier das Ding machen. Ich höre sie zwar, die Schlange, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Ist die vielleicht irgendwo reingeklitscht? Säuber, das Gebiet haben wir aber fertig. Ne? Also die Quest haben wir jetzt abgeschlossen. Hörst du das? Die Schlange muss schon irgendwo sein. Fragt sich nur, wo, ne? So, hier könnten wir was kochen. Das ist jetzt geil hier oben. Ich finde das gerade echt nice. So, Molotov. Die sollten wir uns vielleicht aufheben. Okay, die Schlange zählte eigentlich mit rein, ne? Aber irgendwie... auch nicht komischerweise. Naja, wer weiß. So, dann machen wir mal fein den Hauptloot, ne, nicht? Aber echt interessant, so eine Nachtquest, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier, gucke, Killerinstinkt, erhöhe deinen Schaden für jeden Kill um 5% und maximal bis zu 15%. Wird nach 10 Sekunden ohne Kill um ein Level herabgestuft. Nehmen wir natürlich mit, ist ja klar. Selbstgebaute Waffe. So, was haben wir hier noch Schönes drinne? Alter, hier, okay. Laternen. Du kannst nicht arbeiten, wenn du nicht siehst. Lerne Laternen, Bergbauhelme und Lampenmutz für Helme zu fertigen. Ja, nice. Hallo. Das kannst du dir gleich mal gönnen. Selbstgebautes Gewehr, eine Stufe 6. Könnte man auch sammeln. Ja, so die ganzen 6er Sachen. Finde ich schon nice. So, ansonsten können wir hier noch ein bisschen was wegschreddern. Fitting Mods, warte mal, lass uns mal kurz reingucken. Wir haben zum Beispiel das hier verändern. Können wir jetzt hier eine Fitting Mod reinmachen. Zack. Geräuschkulisse weniger. Okay, geil. Ja. Was kriegen wir eigentlich? Warte mal, was kriegen wir eigentlich raus, wenn wir... ja. 30 Eisen nehme ich gerne mit. Können wir das ruhig wegschreddern, diese Waffen. Ja, wir sind so weit durch, ne, durch die Quest. Ich frage mich immer noch, wo die Schlange ist. Guck mal, da unten ist noch ein Rucksack. Ey, ohne Witz, die Schlange, ne, die ist so furchtbar. Ich habe gesagt, da unten ist noch ein Rucksack, aber wie komme ich denn da hin, ohne Schaden zu kriegen? Einfach so, würde ich sagen, ne? So, Vitamine, sehr nice. Aha, man hätte aus dem Fenster rausgehen können, okay. Ein Vogelnest, Eier? Nö. Ich werde doch ganz behalten. Das hört sich an, als ob das nicht nur einer ist. Hier ist die Schlange. Interessant.
interessant, oder? Die ist einfach so leise, ne? Die Waffe. Gut, das ist natürlich jetzt laut. Oh Mann. Sehr nice. Ach, herrlich. So. Also, Quest haben wir fertig. So, aber jetzt ewig rumgehört hier, oder? Guck mal, so schnell kommst du eigentlich an deinen ganzen Stahl oder Eisen, sag ich mal, ne? So, wieder für das Fleisch. Hier, kannst du auch noch machen. Kriege wohl auch ein paar Pflastersteine raus. Frag mich, wo die sind. Boah, ehrlich, der hier macht so einen Krach. Glump. Da sind noch mehr drin. Glaubst du dich das? War's das jetzt oder guck mal, wie was sie alles gemacht haben. Die machen das jetzt Haus kaputt. Kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, guck mal, hier haben wir vergessen. Ein Topf. Sehr schön. Ein Grill bräuchten wir noch, ne? Ich glaube, ein Grill brauchen wir noch. Ja, Quest, wie gesagt, haben wir durch. Okay, nice. Das ist schon mal nice. Hat sich der zurückgesetzt? Nee. So, jetzt mal gucken. Hier, pass auf. Motorhaube auf. Kriegen wir den drin? Cool. Nee. Okay. Der ist schon mal nichts für hier. So, dann einmal diesen. Das kannst du schreddern. Das kannst du rüber. Das kannst du rüber. Ansonsten das Wasser packen wir mal rüber. Molotow. Ja, kannst du auch rüber packen. So, jetzt dürfte man nicht mehr überlastet sein. Was ja auch nicht schlecht ist. So, machen wir jetzt. Wie spät haben wir's? Zwei, ja, dauert noch ein bisschen, er der Laden aufmacht. Also, der Händler. Der Laden. Gibt's hier irgendwas? Nahrung. Nahrung. Was hast du gesehen? Nahrung. Einfach mal da drin so ein bisschen Nahrung. So, Handknüfte. Oh Mann. Noch ein Top. Ein Grill. Ich bräuchte ein Grill. Das wäre mal lieber jetzt ein Grill. Was war's noch? Messbecher. Den haben wir ja schon liegen. Wollte ich aber lieber für die, sag's mal, Chemiestation. Meine, kann auch sein, dass wir die Chemiestation als Belohnung irgendwann kriegen, ne? Grumpy's Pub. Okay. Oh Gott. Level 14. Ah, siehste, Level wollten wir noch machen. Wollen wir das vielleicht gleich mal hier machen? Können wir gucken mal. So, bis auf. Motorrad haben wir gebaut. Da brauchen wir uns erstmal keinen Kopf machen hier, um Mechaniker. Fortgeschrittener Ingenieur. Erweisen sich in der Apollo als eine fertige Arbeitsstation und Zementmischer sowie Gegenstände, die du damit fertigst, 20% schneller. Da würde ich mal einen reinpacken. So, haben wir erstmal das. Chefkoch. Da gibt es einen jetzt rein. Schwere Rüstung wäre jetzt nicht verkehrt. Und Brühe-Peter. Da brauchen wir Level 5. Weißt du was? Wir gehen jetzt noch weiter auf Stärke. So, dann haben wir das mal gemacht. Sehr schön. Und wir können jetzt besseres Essen herstellen. Ne? Hier, den Müll haben wir mal liegen lassen. Welch eine Schande. So viel Zeugs liegen zu lassen, ey. So, hier auch nochmal den Topf kannst du rüber. Zack, das kannst du rüber. Das kannst du rüber. Das nehmen wir jetzt alles mit vor. Ja, wir nehmen ja sowieso alles mit vor. Okay, bitte.
so for sale. Ja, aber weißt du, warum sie es verkaufen? So, aber wie geil ist das, dass wir jetzt schon das Motorrad haben. Ernsthaft, das ist so nice. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht gleich vom Motorrad fliegen. Es ist halt schade, dass das dunkel ist, ne? Hätte man ein schönes Thumbnail machen können. Licht aus. Bleibt das stehen? Nee, schade. Das wäre noch geil, was? Was ist das? Band 2. Guck mal, das haben wir noch nicht. Mining Band 7. Können wir da hinpacken erstmal, ne? So. Beziehungsweise, ja. Den können wir schreddern. So. Das geht zum Händler. Das geht zum Händler. Heute ist ja Reset, ne? Tag 4 ist Händler Reset. Und alles andere. Mal kurz gucken. Motorrad. Wir können ja schon mal aussortieren, weißt du? So, die Waffe kommt rein. Das Fleisch kommt rein. Das Wasser würde ich hier mal mit drin lassen. Ne? Aber die Töpfe können wir noch mitnehmen. So. Perfekt. Weißt du, wir sind hier einfach in so einer Kruchtenbuchte. Einfach hier so. Ne, das darfst du keinem Menschen erzählen, ey. Ohne Witz. So, einmal davon. Einmal davon. Einmal hiervon. Guck mal, sieht doch gut aus. So, dann hier bitte einmal die Waffe rein. Das Ganze schreddern, das Ganze schreddern. Kriegen wir schön Eisen raus. Sehr nice. So, dann hier einmal diesen machen. Das rüber, das rüber. Ansonsten, das Fleisch können wir ja mitnehmen. Kannst du mal was essen, Junge. Ah, übrigens, du bist durstig. Ja, ja, da wollte ich mich gerade drum kümmern, ehrlich. Weil ich wollte nämlich gerade sagen, lass uns doch mal hier so eine Flasche süffeln. Weißt du wie? So. Lerngläser kommen da rein, ist klar. So, was haben wir hier noch? Das hier, das hier, das hier. Pflastersteine. Sind die hier schon voll? Zack. So. Na, guck mal, schon über 1000 Zement und über 1000 Pflastersteine. Das ist doch schon mal nice. So, alles klärchen. Dann kannst du hier mal aufstocken. So, damit wir haben, weißt du? Ansonsten, tja, ist jetzt die Frage. Wir haben jetzt Tag 4. So, hier, das kannst du mal wegmachen. Wir haben jetzt Tag 4. Doppeltaschen für Kleidung. Nähset bräuchten wir. Haben wir gerade. Nähset haben wir nur eins. Das ist natürlich schade. Geländefahrzeugscheinwerfer-Mod. Helmlicht, Robotik-Drohnen-Mod. Booster-Mod. Erhöht die Ausdauerregeneration um 10%, wenn du dich in der Nähe deiner Drohne mit dieser. Ach, wie krass ist das denn bitte? Okay, nice. Kunststoffabfall, Leder, Klebeband, mechanische Nähset, auch Nähset. Du brauchst für alles Nähsets eigentlich, ne? Oh, so viel können wir noch gar nicht bauen. Ich habe mir gedacht, wir sind ja sonst nie mehr was. Oh, so viel ist es ja gar nicht. Hey, wir können den Truck schon bauen? Willst du mich jetzt rollen? Ah, nee, warte mal, pass auf. 4x4. Genau, Fahrwerk und Zubehör ist halt noch gesperrt. Genau. Okay. Na gut. Da ist das halt schon mal gesperrt. Ansonsten wüsste ich jetzt, Chemiestation könnten wir schon bauen. Messbecher, 100 Eisen, 3 Kochtöpfe, das hätten wir alles da, ne? Bis auf das Eisen. Ja, aber es ist halt, wie soll ich sagen, es ist halt, ne? Es soll ja hier keine Base sein. Einfach so. Das Lupending, ja. So, es wird auf jeden Fall schon mal hell. Ah, siehst du. Wir gehen aus der Tür, Punkt 4 Uhr. Wir gehen aus der Tür, Punkt 4 Uhr. Könnte ein kleiner Reim sein. Krass. Ja, warten müssen wir ja trotzdem, müssen wir die abgeben. Wollen wir die morgen abgeben? Machen wir heute mal eine Runde kürzer. Weil jetzt hier sinnlos rumwarten, ich glaube, da habt ihr auch keinen Bock drauf, oder? Das ist halt nicht so, das ist auch nicht meins, weißt du?
Warte mal, hier, das war Band 7. So. Ja, wir müssen uns unbedingt, ja, was zusammensuchen, weißt du? Wo wir am besten dann, ja, wo wir dann uns niederlassen. Wie gesagt, das eine Haus war ja nicht schlecht, aber hier hast du halt nichts, ne? Hier ist halt nicht so... Naja, ja, gut, kurze Rede, langer Sinn. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt Feierabend und morgen gehen wir die Quest ab und dann überlege ich mir in der Zeit, was wir machen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.